Guten Morgen, Herr Wernersen. Was schön. Hören Sie uns ein für den Morgen, die Steife. Schön, waschi, waschi machen. Na? Ei, 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 wo ist er denn? Sehr übersichtlich. So, Stichchen putzen und das Mäulchen abwischen. So, und nun noch Schieber lassen. Und schön im Mund behalten. Tschüss. Licht angelassen, olle Zibbe. Was denn nun schon wieder los? Nee! Alles ein Durcheinander! Alles voller Kriegskrümel von der Rücksichtslosigkeit! Jeden Morgen dasselbe Theater! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder das Licht angelassen. Aus, Ende! Gar kein Pipi gemacht? Was glauben Sie, wozu hier das Scheißhaus da ist, wa? So, so. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie nicht aufstehen dürfen. Dann nimm die Flasche und verpiss dich gefälligst. Na, was? Olle Kröte! So eine Frechheit! So eine Frechheit! Das sag ich dem Chefarzt! Jawohl, das sag ich dem Chefarzt! Bin ich hier im Ehrenhaus gelandet? Das ist ja rein zu doll, ist es ja. Der Patient hat einen cholerischen Anfall. Schwester Gertrud, machen Sie die Beruhigungsspritze fertig. Ja. Zu Befehl. Doppelte Dosis Spironalin-Resopal, die wird todsicher. Tja, bei so einem rebellischen Benehmen ist auch ein Einlauf fällig. Ich hoffe, wir haben uns verstanden, meine Herren. Die Visite wird mit äußerster Konzentration durchgeführt. Jawohl, Herr Professor. Wo bleibt das Bohnenerbsen? Meine letzten Bierreserven. Das Bohnenerbsen! Ich will schon sehen, was er davon hat. Dann wollen wir doch mal sehen, wie es hier aussieht. Bei dem nächsten Patienten. La Paloma, oh hey. Einmal muss das vorbei sein. Na, Schwester, dann mal raus mit dem Einlauf. Tschüss.